Hallo ihr Lieben, ich habe hier noch einmal Weihnachtskarten für euch mit Stickern und Stanzteilen. Ja, ich bin noch einmal der frühe Vogel und habe schon jetzt Weihnachtskarten. Das Ganze ist gefertigt mit Stanzteilen und Stickern der Firma Spellbinders, die mir das freundlicherweise zugeschickt haben. Und diese Karten, die richten sich jetzt nicht speziell an Anfänger, aber sie sind super für Anfänger geeignet. Sie sind auf jeden Fall sehr schnell gefertigt. Naja, auch manche so, manche so. Schaut einfach mal. Ich hoffe, dass ich es in einem Video schaffe, euch alle Karten, die ich hier gebastelt habe, vorzustellen. Es sind nämlich 6 Karten insgesamt geworden und die sind ja aber eben zum Teil relativ schnell gemacht. Von daher denke ich auch mal, dass ich hier schnell mit meiner Erklärung durchkommen werde. Und das Ganze ist hier gemacht mit der Santa Lane Kollektion von Spellbinders. Dazu werde ich euch auch unten die Produkte verlinken. Das sind Affiliate Links und solltet ihr darüber etwas erwerben, dann erhalte ich eine kleine Provision, worüber ich mich natürlich freuen würde, weil das hier meine Kanalarbeit unterstützt. Denn diese Sachen habe ich nun nicht gekauft, aber ich kaufe ja sonst irgendwie schon, ja, doch relativ viel Material. Von den Portokosten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was da auf euch zukommt. Denn Spellbinders hat ja einmal einen Webshop in den USA, den es schon immer gab und seit neuestem eben auch in Großbritannien. Da ist sicherlich das Porto geringer und die Lieferzeiten kürzer. Ich selber habe da allerdings auch noch nicht bestellt. Ich weiß gar nicht, was da so auf einen zukommt und ob da irgendwie wahrscheinlich ja jetzt noch, wenn die aus der EU ausgetreten sind, noch irgendwelche Zollgebühren dazukommen etc. pp. Also da kann ich auch euch leider gar keine Erfahrungswerte zur Verfügung stellen. Ich war im ersten Moment auch sehr erstaunt, dass die schon jetzt im Sommer mit Weihnachtssachen um die Ecke kommen. Und habe erst gedacht, naja, das ist ja aber auch irgendwie ein bisschen ulkig. Habe dann aber nochmal drüber nachgedacht und fand das dann im Nachgang eigentlich ziemlich clever. Denn irgendwie knubbelt sich ja in der Weihnachtszeit immer alles und dann ist irgendwie Plätzchen backen und hier eine Weihnachtsfeier und man muss Geschenke besorgen oder man möchte Geschenke besorgen oder eben auch basteln. Und irgendwie ist dann nachher am Ende die Zeit immer knapp. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich ist das dann ja auch ein ganz geschickter Schachzug, wenn man dann vielleicht Weihnachtskarten einfach schon mal fertig hat, oder? Nichtsdestotrotz gebe ich hier meine eigene Meinung wieder. Also ich würde hier nicht mit Sachen basteln, die ich selber nicht gut finden würde. Das kennt ihr ja auch von mir, dass ich zum Beispiel Produktnachteile klar benenne. Ne? Dass wenn ich mit irgendwelchen Actionstanzen gebastelt habe, die zum Beispiel nicht gut geschnitten haben, dann habe ich das auch direkt erwähnt. Und so werde ich es hier auch weiterhin halten. So, und jetzt geht's aber los. Solltet ihr nicht haargenau diese Produkte haben, könnt ihr das natürlich auch auf andere ähnliche Produkte übertragen, meine Ideen. Die erste Karte wird total charmant und die ist mit diesem Sticker-Pack von der Santa Lane Kollektion. Ne, ihr seht hier nochmal, was da für Sachen drin sind und da werde ich mir diese kleinen Häuschen hier schnappen. Ich habe mir dafür einen Kartenaufleger in so einem, ja, türkis-petrol-gräulichen Ton genommen, der hier ganz gut zu diesen ganzen Klebern der Serie passt. Und die Häuschen, die klebe ich mir jetzt erst einmal auf weißen Cardstock auf, denn die will ich gleich ausschneiden, damit ich die ein wenig erhöht nachher mit Foamtape aufsetzen kann. Zuallererst hatte ich so ein DIN-Lang-Hochformat im Sinn, aber das hat sich dann geändert. Es wird ein Querformat. Hier war die Kamera am Anfang nicht an. Ihr seht, ich habe da schon ein paar Sprenkel auf dem Hintergrund, aber es kommen noch mehr dazu, denn jetzt gibt es Schnee. Ich habe dazu weiße Aquarellfarbe genommen. Ihr könnt aber auch einfach was aus dem Deckfarbkasten, dieses Deckweiß nehmen oder sonstige weiße Bastelfarbe. Als Spruch habe ich hier diesen englischen Spruch genommen, Love and Joy. Viele von euch mögen ja lieber deutsche Sprüche, ich eigentlich auch. Aber da kann ich euch verraten, da kommt nachher sogar noch etwas Deutsches, denn hier waren ja auch einzelne Buchstaben mit dabei.
die ich verwendet habe. Und ansonsten könntet ihr eben alternativ natürlich auch Sachen aus eurem Bestand verwenden, anstempeln etc., ne, wenn ihr da irgendwie etwas habt. So, und jetzt arrangiere ich mir das Ganze hier auf meinem Aufleger. Ich habe mir da noch so ein 7 mm Streifchen geschnitten in Weiß. Das läuft jetzt, sage ich mal, so wie ein Gürtel darüber. Das bildet aber vielleicht auch gleich wie so eine kleine Horizontlinie, über der sich die kleinen Häuschen anordnen. Und dann habe ich das Ganze noch auf eine DIN-Langkarte gesetzt. Die ist ja 21 x 10,5. Und ja, der Aufleger drum, der ist so 5 bis 7 mm rundherum kleiner. Und das ist die fertige Karte und ich finde sie doch echt süß, oder? Da sind wir auch schon bei Karte Nummer 2. Dafür habe ich mir auch wieder dieses Sticker-Pack geschnappt und zwar diese kleine Schneekugel hier. Und die Karte wird, ihr ratet es schon, sehr ähnlich wie die erste, denn es gibt nochmal Schnee. Dafür klebe ich mir zuerst die Schneekugel hier einmal auf und schneide sie von Hand aus. Das geht ja immer recht flugs, damit ich mir auch diese nachher wieder mit Foam Tape etwas erhöht aufsetzen kann. Das sieht ja immer sehr attraktiv aus. Den Rest hier habe ich jetzt abgekürzt, damit das Video nicht zu lang wird. Es ist sehr ähnlich wie bei der letzten Karte. Ich habe mir hier eine 10x15 schwarze Klappkarte genommen und habe eine wieder grünliche Mattung genommen, die ich noch einmal mit Weiß unterlegt habe. Die Aufkleber habe ich jeweils auch mit Weiß unterlegt und dieser mit dem roten Streifen Warmest Wishes, also warme Wünsche, der ist auch mit Foam Tape aufgesetzt und dieses seitliche Merry Christmas in Schwarz, was so ein wenig wie ein Markenetikett aussieht, das ist nicht erhöht aufgesetzt, das ist unter dieser Mattung dort und der Schnee, der läuft all over auf dem grünen Teil und nur als Mittelstreifen auf dem schwarzen Teil. Und auch diese Karte gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Karte Nummer 3 wird wieder ein DIN-Langformat, also 10,5 x 21, und dafür habe ich mir schwarzen Cardstock zugeschnitten. Der hat 19 x 8,5 cm, also diesmal ein breiterer Rand außenrum. Die Klappkarte nachher, das werde ich noch verändern, die wird noch weiß werden. So, und jetzt habe ich mir aus diesen Stickern hier oben diese Runden mit den Sternchen und dieses Love, Peace and Joy rausgesucht. Die klebe ich mir dieses Mal direkt auf mein Papier, aber ich war mir mit der Position nicht sicher. Was macht man denn da, damit man das wieder abbekommt? Weil diese Sticker, die kleben wirklich sehr gut. Ich habe mir beholfen, indem ich einfach Backpapier genommen habe. Davon kann man das ja wieder ablösen und man büßt auch nichts von der Klebekraft ein. Habe da meine Anordnung festgelegt und ihr seht jetzt, wie ich mich dann durcharbeite und mir das sozusagen da immer einmal kniffe und jetzt Stück für Stück hier nochmal meine Position raussuche und das dann ganz gut hinbekomme. Also ihr seht, hier kam die Höhe auch nicht hin, aber ich wollte so eine Breiten- als auch Höhenabfolge haben, dass das nicht alles in einer Reihe hängt und das war wirklich sehr praktisch. So, den Spruch hier, den klebe ich mir wieder auf Cardstock, schneide den mit einem kleinen Rahmen aus und jetzt als besonderes Highlight werde ich mir einen goldenen Gelstift nehmen. Das haben ja bestimmt viele von euch zu Hause. Und ihr seht jetzt, was das Ganze gibt. Das gibt nämlich kleine Weihnachtskugeln, die einfach in das Bild reinhängen. Sowas, das kriegt bestimmt jeder hin. Und für die Linie, für den Faden, werde ich ein Lineal verwenden. So ein handelsübliches Geodreieck. Ich habe mir aber nochmal Papier auf die anderen Kugeln gelegt, damit ich den Gelstift nicht verwische. Der war zum Teil noch nicht ganz trocken. Das wäre ja ärgerlich, wenn das dann nachher verschmiert. Nun werde ich den Spruch optisch noch etwas hervorheben. Dazu zeichne ich mir die Position erst einmal ganz dünn mit Bleistift an. Und dann schnappe ich mir wieder meinen Gelstift und setze ein ganzes Meer aus Tupfen an die Kante. Das mache ich eben so ein bisschen, also das
setze ich mir auf mit Foamtape wieder und weil man ja dann so ein bisschen drunter gucken kann, bin ich eben über die Linie rübergegangen und habe jetzt hier nachher noch das nach außen so ein wenig auslaufen lassen und sieht sie nicht toll aus und die war so schnell gemacht und also ich bastel ja sonst nicht so viel mit Stickern, aber also ich bin jetzt hier gerade voll auf den Geschmack gekommen, muss ich sagen. Jetzt kommen wir zu Karte Nummer 4. Das ist wieder ein DIN-Lang-Format, eine schwarze Klappkarte, 21 x 10,5 in der fertigen Größe. Der Aufleger, das war ein Rest. Die Farben könnt ihr übrigens ganz flexibel handhaben, ganz nach eurem eigenen Gusto. Und jetzt werde ich diese Stanzteile verwenden hier. Die heißen Glitter Die Cut Foliage. Da sind 24 Stück von drin und seht mal, was das hier für ein toller Reigen ist. Und dazu werde ich noch einen Spruch verwenden, auch wieder hier aus diesem Center Lane Sticker Set und zwar diesen hier. Unten diesen schwarzen. Den klebe ich mir nun auch wieder auf weißen Cardstock aus, um ihn gleich auszuschneiden. Ihr seht, dass ich da so einen kleinen Rand lasse. Dann wird der zum einen noch mal ein wenig größer und zum anderen ist es dann natürlich noch mal, dass sich diese weiße Schrift dort wiederholt und ja, es sieht auch irgendwie ein bisschen heller und freundlicher aus. Und so in etwa werde ich das Ganze gleich gruppieren. Und ich glaube aber, da kann noch irgendwie so ein bisschen Kleinzeug dazu. Da werde ich hier diese Fäden nehmen. Das ist Nylongarn. Da könntet ihr aber auch einfach Sticktwist nehmen oder einfach mehrfach genommenes Nähgarn zum Beispiel oder Schleifenband oder so. Es geht einfach nur darum, dass man da noch irgendwie so einen kleinen Hingucker hat, der so ein bisschen außer der Reihe ist. Und diesen Spruch hier, den setze ich mir gleich auf Foamtape, denn sonst würde sich das so komisch beulen mit dem Garn. So, und jetzt tausche ich gleich noch ein wenig hier an diesen Zweiglein herum, bis ich die absolut passenden gefunden habe. Schaut mal, hier aus diesen Blättern kann man nämlich noch diese Innenleben herausbrechen. Dadurch sehen die ganz besonders attraktiv aus. Und diese Innenleben, die verwende ich auch gleich noch und gruppiere die so ein bisschen hier auf der rechten Seite mit darunter. Das fand ich irgendwie, ja, jetzt fand ich es perfekt. Und jetzt klebe ich das Ganze einfach mit Flüssigkleber auf. Und ihr seht, dass ich diesen Mittelteil, dieses grün-türkisliche dort, auch auf Foamtape gesetzt habe, damit das so ein bisschen erhaben ist. Das sieht ja dann doch immer irgendwie sehr attraktiv aus. Und damit die Schleife sich nicht öffnet, kriegt die auch noch einen kleinen Tups Kleber drauf. So, und das ist die fertige Karte. Die ging total schnell, aber sieht doch echt super toll aus, oder? Also, ich habe ja sonst bisher nie mit so Fertigteilen gebastelt, aber ich muss sagen, die sind total attraktiv und ja, es gefällt mir richtig gut. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, also, ich finde, die Ergebnisse können sich absolut sehen lassen. Damit sind wir doch tatsächlich schon bei Karte Nummer 5 angelangt. Und diese hier wird diagonal. Inspiriert haben mich da diese Candy Canes, die als Aufkleber dabei sind, in diesem Sticker-Pack. Die sind ja, das sind ja diese Zuckerstöckchen, diese kleinen Handstöckchen in rot-weiß gestreift. Und so einen Untergrund möchte ich mir jetzt selber machen. Dazu habe ich mir hier einen Kartenaufleger in DIN Lang 21 mal 10,5 genommen. Und dieses Lineal hat einfach mal angezeigt, was die Richtung wird. Und ich werde mir das Ganze jetzt selber belegen mit roten und weißen Streifen einfach von buntem Cardstock. Solltet ihr jetzt Designpapier haben, diese Karte lässt sich auch super mit jedwelcher Art von Designpapier fertigen. Aber ja, mich hat es hier einfach gereizt hier mit diesen Candy Canes, mit diesen Zuckerstückchen. Und ihr seht, diese weißen Streifen, die schneide ich doppelt so breit. Also die roten, die sind 1 Zentimeter breit und die weißen, die sind 2 Zentimeter breit. Meine Karte hier, meinen Aufleger, den belege ich mir mit Klebeband, um das gleich aufzukleben. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch mit Flüssigkleber machen oder wenn ihr so großes doppelseitiges Klebeband in Form von ganzen Blättern habt, das ist natürlich noch einfacher. Ich habe hier mein ganz normales Standardklebeband genommen. Das geht ganz genauso gut oder wie gesagt, eben einfach Flüssigkleber.
Aber ich wollte hier jetzt ein bisschen schnell vorankommen und wollte da nicht immer warten, bis es trocken ist. Und jetzt legt ihr euch das Ganze einfach im Winkel an und ihr müsst eben schauen, dass das Ganze, upsie, jetzt sind mir hier die Strubbeln im Weg. Also diese Teile, die sind, ich glaube, 17 cm breit, dann hat das bei mir hier so gepasst und ihr seht, ich habe das irgendwie die roten doch ein Stück zu kurz geschnitten. Darum haute das bei mir nicht hin. Also wenn ihr die in 17 cm Länge schneidet, dann passt das. Ich zeige aber auch gleich, dass man das ansetzen kann, also quasi wie ein Bodenleger. Und man sieht die Ansätze tatsächlich kaum. Da war ich sehr erstaunt. Und ihr seht, dass ich zwischendrin immer mal wieder abschneide am Rand. Und diese kleinen Restchen, die dann nämlich abfallen, die kann man dann da noch irgendwie verwenden für diese kleinen Teile am Rand. Da werden die Streifen ja kürzer. So, und jetzt flicke ich hier nämlich einfach von Reststreifen ein bisschen rot an und das sieht man nachher wirklich, also habt ihr es gesehen nachher auf der Karte, guckt mal selber, ne? Also ich war sehr begeistert davon. So, und gleich werde ich das Ganze aber noch ein wenig schmaler schneiden, weil ich wollte, dass man was unten noch von der Klappkarte drunter sieht. So, und jetzt arbeite ich aber mit diesem Black Glitter Foam Alphabet. Die sind total prima. Guckt euch das mal an. Das ist so eine Handschrift, die so ein bisschen geschwungen ist. Und damit ich die Breite abschätzen kann, habe ich mir das quasi einmal auf Transparentpapier durchgepaust. Also ich habe hier so ein dünnes Skizzenpapier. Ihr könnt aber einfach Butterbrotpapier nehmen, damit ich abschätzen kann, wie lang wird denn meine Schrift. Das war, fand ich so ein bisschen schwierig und dadurch, dass ich mir das einmal drüber gelegt und einfach nur so ganz grob mit Bleistift nachgefahren habe, da war das für mich irgendwie sehr viel besser abschätzbar. So, und jetzt fange ich von hinten an, weil von vorne das Ganze soll gleich ein handgeschnittener Tag werden. Ich weiß noch nicht genau, wie viel ich da sozusagen vorne Platz habe, aber ein bisschen Platz hat man ja und von daher fand ich es einfacher, von hinten zu beginnen. Und von diesen Stickern hier nehme ich mir jetzt diesen kleinen hier und eigentlich möchte ich davon nur das Christmas haben. Das habe ich mir jetzt abgeschnitten und den setze ich mir jetzt auch noch auf roten Cardstock. Aber Moment, da fällt mir was ein. Da könnte man doch jetzt hinten noch so ein Fähnchen reinschneiden und das mache ich nämlich. Es hat leider die Kamera nicht scharf gestellt, aber ihr seht, was ich meine. So, und das klebe ich da gleich auf und schneide auch das aus. Und jetzt geht es aber hier erstmal mit diesem Tag weiter. Der bekommt auch noch einen Unterleger, auch wieder in diesem, ja, Grautürkiston oder Salbei oder so. Ich glaube, der heißt sogar Salbei. Sollte einfach nur ein kleiner Rand drum, weil sich sonst so wenig abgehoben hat vom Untergrund. Ich loche mir das Ganze, denn ich möchte gleich noch Schleifenband durchfädeln. Dazu habe ich einfach nur so eine Lochzange für Gürtel. Ihr könnt natürlich aber auch hier einfach so einen Papierlocher nehmen. Vielleicht habt ihr ja sogar irgendwie, wenn ihr ein wenig mehr Profi-Equipment habt, dann habt ihr vielleicht eben auch eine Crocodile da. Und jetzt gibt es aber noch etwas weihnachtlich güldenen Glanz mit so einem kleinen Streifchen. Das ist 5 mm breit, glaube ich. Und jetzt lupfe ich mir hier meine Buchstaben noch ein klein wenig an. Also die am Anfang noch nicht so ganz bombenfest drücken, weil dieses Sticker, das klebt wirklich alles extremst gut. Also da merkt man, dass man Markenqualität in den Händen hält. Und da schiebe ich jetzt mein kleines Streifchen drunter. Also ihr habt gesehen, da habe ich vorher auch doppelseitiges Klebeband aufgetragen und habe jetzt einfach das drüber geklebt. Das Christmas habe ich auch mit etwas Foamtape aufgesetzt und die Sternchen, die sind auch bei der tollen Schrift mit dabei. Und ihr seht, dass ich das jetzt oben und unten ein wenig kürzer geschnitten habe, meinen Aufleger, und das Ganze ist auf eine craftfarbige Klappkarte gekommen und hat jetzt noch dieses Nylongarn in Schwarz und in diesem Salbeiton mit dazu bekommen. Vorne an dem Tag dran. Da könntet ihr aber auch natürlich anderes Schleifenband nehmen, was ihr habt. Aber ich fand es einfach noch mal ganz, ganz nett und so einen ja, irregulären, unerwarteten Puschel da, der einem dann vielleicht aus dem Briefumschlag entgegenkommt oder so, wenn man das öffnet. Ich glaube, das ist ganz hübsch. Die Karte war jetzt ein wenig anspruchsvoller von der Handwerksarbeit her, aber am Ende ging sie auch relativ schnell.
Noch schneller wird sie natürlich, wenn ihr Designpapier nehmt, je nachdem, ne? Ob ihr Anfänger seid oder was ihr so zu Hause habt oder eben auch wie viel Lust ihr gerade habt zum Basteln. Also da kann man eben verschieden tief in die Materie einsteigen, je nach Zeit- und Materialbudget. So, und jetzt seht ihr, mit was ich jetzt weiter bastle, wieder die tollen Kleber hier. Und diese Schreibmaschinenbuchstaben, diese goldenen, also die finde ich ja ganz besonders toll. Die heißen Gold Puffy Alphabet Stickers und zu denen werde ich diese Schreibmaschine hier verwenden. Das bietet sich ja an. Und es ist nämlich so, ich stehe wirklich exorbitant auf diese Schreibmaschinenschrift. Soll ich euch mal was zeigen? In meinem Ehering hier, das ist der untere, wenn ihr jetzt denn die Kamera scharf stellt, seht ihr, da ist ein G drin und das ist tatsächlich mit einer alten Adler-Schreibmaschine da reingepunzt. Also ich stehe auf solche mechanischen Sachen. Und apropos mechanisch, ich werde dazu diesen Embossing-Folder verwenden von Spellbinders, der heißt Corrugated. Meine Güte, ein Knoten in der Zunge. Und dazu, das ist ein 3D-Embossing-Folder, da müsst ihr das Papier ganz unbedingt anfeuchten, denn sonst bricht es euch. Das hat wirklich eine enorme Struktur und sieht total cool aus. Das ist wieder ein DIN-Lang-Format. Das ist ein wenig kleiner als 21 x 10,5, also rundherum einen Zentimeter kleiner. Denn danach kommt eben auch noch ein Rahmen drumherum, beziehungsweise das Ganze wird auf eine Klappkarte gesetzt, damit man den Rahmen sieht. So, ihr seht, die Schreibmaschine habe ich mir wieder aufgeklebt und ausgeschnitten. Und jetzt kommt die tolle goldene Schrift. So, und auch die habe ich mir wieder auf Skizzenpapier durchgepaust, denn das gibt jetzt einen deutschen Schriftzug. Frohe Weihnachten, denn mit diesen einzelnen Buchstaben kann man ja auch super deutsche Schrift oder keine Ahnung, in welcher Sprache auch immer Schrift machen. Und da Deutsch ja doch immer ein bisschen länger ist als Englisch, wollte ich mir das nun auf jeden Fall anzeichnen. Frohe Weihnachten ist ja schon ziemlich lang. Und das Ganze hat ja sogar große und kleine Buchstaben dabei. Und jetzt beginne ich nämlich mit dem ersten Wort sozusagen oben links und lasse das reinlaufen in den Raum. Und jetzt seht ihr schon, an was das Ganze erinnert. Das erinnert an so ein Steckbrett, an so ein Pegboard. Ist das nicht cool? Also ich finde es echt total cool. Wenn ihr gleichmäßige Randabstände rechts und links vor der Schrift haben wollt, also zum Rand, ne, dann rate ich euch, macht das zweite Wort von hinten. Also fangt an, von hinten aufzukleben, so wie ich das hier gerade tue. Dann könnt ihr nämlich den Abstand dort genau anpassen und das Wort, das läuft dann sozusagen unter das Frohe, so weit, wie es halt auch immer laufen muss. Und ihr legt euch da kein Ei, dass ihr euch da nachher noch denkt, so, oh nein, dann muss ich die nochmal hochnehmen oder so. Es geht schneller und es sieht sauberer aus. So, ich klebe mir das Ganze wieder mit doppelseitigem Klebeband fest. Das könnt ihr aber auch genauso gut mit Flüssigkleber tun. Die Schreibmaschine kam auch auf Foam Tape und jetzt habe ich mir hier die Christmas Glitter Sentiment Stickers genommen. Die glittern gar nicht, die sind auch so ein Puffy-Material. Und da habe ich mir dann einfach ein paar Sternchen rausgesucht und die sprühen jetzt quasi aus der Schreibmaschine heraus in diese Schrift rein. Und ihr seht, das Ganze ist wieder auf einem salbeifarbigen Aufleger gelandet, das Ganze auf einer DIN-Lang-Klappkarte in Weiß. Und ist es nicht cool? Diese Rillen, die sehen wirklich nach so einem Steckbrett, nach so einem Pegboard aus. Also das gefällt mir wirklich ganz großartig und die ging voll schnell und sieht doch echt herzallerliebst aus. Jetzt werfen wir nochmal einen schnellen Blick auf alle Karten, die ich hier gebastelt habe. Ich bin wirklich extrem glücklich damit, obwohl ich mich bisher immer sehr gescheut habe, solche Fertigteile zu verwenden und bin total begeistert von den Ergebnissen, die auch eben ja sehr verschieden geworden sind und ja, aber alle total toll und charmant. Sagt ihr mir doch mal, bastelt ihr auch mit so Stanzteilen oder macht ihr irgendwie lieber alles selber, also sprich, stanzt ihr lieber selber etc. pp. So, wir sind am Ende vom Video angekommen und ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis demnächst.